Welcome back to Let's Play The Witcher. We are now in... Haha, just kidding. Wo ist sie denn hin? Im Scoia'tael-Lager und reden mal mit Madame. Menschen sind Eindringlinge. Wir wollen... Was meint ihr? Einige unserer... Habt ihr die Fäden? Ja. Der Hass macht... Zeigt mir was... So, komm hier, kriegst du eine. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Fenevet. Ihr kennt Fenevet also doch. Ich habe mich in euch getäuscht. Nicht ganz. Ich kenne nur wenige der hiesigen Pflanzen. Ich kann Büschelkraut beschreiben. Danke, das kann ich schon. Ihr kennt Fenevet also doch? Ich habe mich in euch getäuscht. Super. Boah, das hat's ja so dermaßen gebracht, Leute. Hey, mir ist auch aufgefallen, ich brauche noch Wolfspelze. Die gab es bei dem Druidenhain. Also mal wieder zurückgelaufen dahin und mal gucken, ob ich da ein paar Wölfe finden kann. Bis gleich. So, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es noch Wölfe gibt, die allerdings nur in der Nacht zum Vorschein kommen. Deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. So, dann probieren wir mal ein bisschen Freunde mit denen zu werden. Zack. Der fackelt immer noch vor sich hin. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich brauche nur noch zwei Fälle. Genauso ist es auch. Und das hätten wir. Gut. Kann ich hier vielleicht nochmal in die Tat um 50% erhöhen. Nicht schlecht. Brauche ich nicht, aber nicht schlecht. Ja. Gut. Das wollte ich euch zeigen. Und dann hatte ich in der letzten Folge, in der vorletzten Folge irgendwann... noch von dieser einen Höhle gesprochen, die ich meinte, die hier noch irgendwo sein müsste. Was ist denn hier? Lichtung. Das meinte ich nicht. Hier ist Ort der Macht. Muss auch der Altar der Militäle sein, ne? Da renne ich jetzt mal hin. Und ich werde jetzt mal diesen Leichnam da durchsuchen. Den ich wahrscheinlich schon durchsucht habe. Ja, habe ich. Das wollte ich nicht. Ach du Scheiße. Ach komm, das zeige ich euch auch mal, wie das aussieht. Freunde, alle mitkommen. Bats, bats. So, je nachdem schaffe ich es dadurch, die ganzen Viecher auf einmal zu killen. Aber nö, du kommst bitte auch noch mit. Wie viel habt ihr denn noch so an Lebensenergie? Ah, das klappt alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Die sind einfach viel zu langsam. So, hat das? Nein, das hat nicht gefruchtet. Half, den zerlegt's auch, sehr schön. Und Sir Lootalot. Das waren noch nicht alle. Den hier auch noch. Gut, hätten wir das. Altar der Militäle. Schöllkraut, nehmen wir mit. Und hier irgendwo war diese Höhle. Ich glaube, sie war vor diesem Altar irgendwo. Aber wo? Aber wo? Gut. Das ist jetzt ziemlich uninteressant für euch, wie ich das Ding jetzt suche. Und die hier alle abmoxe. Also bis gleich. So, ich habe sie gefunden. Sie ist sogar auf der Karte markiert. Nämlich genau hier. Nochmal für die, die es sehen wollen, richtig sehen wollen. Wo ist sie denn? Da, hoffentlich. Ich muss natürlich wieder mich gegen haufenweise Unrat zur Wehr setzen. Und dabei sterben! Das möchte ich natürlich nicht.
Aber ich glaube... Oh Gott! Es ist echt ein Krampf, hier nachts durch die Gegend zu laufen. Ich gehe gerade mal stiften, wahrscheinlich nur, um dann wieder in die nächsten Gegnerhorden zu rennen. So, nein, da sind direkt schon wieder welche. Ah, um Jordes Wille. Komm. Komm. So. Flieg in die Luft und lass mich in Ruhe. Zungen habe ich jetzt auch schon 50. Boah, das geht so ab hier. So, wo war die Höhle? Da hinten irgendwo. Wo denn jetzt schon wieder? Geht mir nicht alle auf den Sack! Und noch einer. So. Was? Und den auch noch. Komm her, Junge. So. Den habe ich noch nicht. So, das war auch keiner. Gut. Dann können wir jetzt mal in diese Höhle hier reingehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Vorher mal speichern. Mal gucken, was uns da so erwartet. Wölfe. So, komm bei Papi. Ich weiß nicht, wie gut die Sichtverhältnisse hier so sind, aber nach einer kleinen Orientierungsphase werde ich mich hier mal wappnen und je nachdem wieder eine Katze essen. Warum Katzen, werdet ihr euch fragen? Naja, Katzen, wenn man die isst. Klar. Wir hatten ja schon mal über Alf gesprochen, ne? Na ne, schneller Kampfstil. Obwohl der Starke geht eigentlich auch. So. Weg damit. Alles mitnehmen. Seewandpilze habe ich auch nicht so viele. Okay, hier ist es echt verdammt dunkel und wahrscheinlich auch ziemlich groß. Von daher, ich habe mir letztens erst noch eine Katze gemacht. Rein damit. An die, die wirklich gedacht haben, ich hätte jetzt eine Katze im Inventar und esse die. Nein, aber spielt doch mal Postal, da kann man auch lustige Sachen mit Katzen machen. Ne? Korridor. Wo kommen wir aus? Erscheinung. Wolf. Seewandpilze. Ich bin ungewappnet. Mal gucken. Die Erscheinung, die geht direkt auf mich los. Schneller Kampfstil. War sehr empfindlich gegen Einäscherungen, habe ich noch im Sinn. Und da war es mit ihr. Brandsarkophag. Jesas, Jesas, Sephira. Okay, bewacht vom Tod. Auf das Ding habe ich Bock. Das will ich mal mitnehmen, aber ich habe keinen Platz. Egal, ich kann es ja einfach mal austauschen. Mal gucken, wie... Auf, so groß ist sie gar nicht. Ne, da U ist es nicht. Ist es Z, ist es auch nicht. Ist es I, ist es auch nicht. T auch nicht. R. Hack. Sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich mal alles mitnehmen.
Sehr schön. Diese Axt hier mal wieder dahin tun, wo sie hingehört. Nämlich nicht in mein Inventar. Ja, weiteres Sephira erhalten, welches vom Tod bewacht wird. Gut, ich hatte da eigentlich was anderes erwartet. Nämlich habe ich bei den Ungeheuer einen Eintrag über die Koschtschai. Und wie glauben Sie, kann man einen Koschtschai am besten beschreiben? Der Tod. Ich sage, er ist der Tod. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich gegen so ein Vieh antreten muss, aber wenn das nicht so ist, dann ist das nicht so. Kreis der hängenden Steine. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, super. Geralt, du bist so fähig heute. So, fort damit. Alles einsammeln. So, jetzt bitte. Quen, direkt noch ein Zeichen. Buh. Ihr habt das defensive Zeichen Quen erlernt. Dieses Zeichen blockiert Angriff und schützt euch vor Schaden. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite rechts. Bla. Quen verschwindet, wenn ihr ein anderes Zeichen wirkt oder einen Gegner angreift. Man verwendet es am besten, um sich Zeit zu verschaffen, damit man im Kampf Tränke zu sich nehmen kann. Coole Sache. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das waren jetzt auch schon alle. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal testen. Goal. Not bad. Okay, es hält aber echt nicht lange an. Wo ist der Wolf? Hallo, Wolf. Da ist er ja. Und den da nehmen wir uns auch noch vor. Komm. Trefferchance bei einem starken Kampfstil und Wölfen ist nicht so hoch. Aber wenn man den mal trifft, dann kann man eine ganze Kombo landen. Und dann sind die Viecher auch meistens schon Matsch. Gut. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Wir gehen... Okay, wir gehen hier mal lang. Betreten einen Korridor. Wer hätte das gedacht? Hallo. So. Hier ist nichts zu holen. Seewandpilze, Seewandpilze, Seewandpilze. Was gibt's? Ah, so, da ist einer. So, dann wollen wir mal looten, was da Zeug hält. So, so, so. Da hinten sind noch welche. Und den Wolf nicht vergessen. Ach so, hier gibt's nur Pilze. Pilze gibt's hier. Jut. Den Nebeneingang haben wir schon, dann muss ich nur noch hier mal hin. Wo kommst du denn her? Du warst vorhin aber noch nicht hier. Ob komme ich da durch? Da komme ich gar nicht durch. Das heißt, hier ist nichts zu holen. Das funktioniert auch nicht. Wenn das so ist. Dann geht das jetzt mal wieder zurück. Gut, da habe ich eigentlich alle Sephira, die ich bisher haben kann, eingesackt. Und ich muss jetzt wieder zurück zu Kalkstein, um mit ihm darüber zu sprechen, wie ich diesen Golem beleben kann. Hier war ich noch nicht. Ach so, deswegen. Gut. Gesagt, getan. Aber zuerst werde ich nochmal in das Dorf der Ziegelbrenner latschen. Denn ich habe noch ein paar Sachen abzugeben. An Vaska zum Beispiel. Ja, wir sehen uns gleich da. So. Hier sind wir. Vaska, okay, ihre komische Anrufung da ist fertig. Die Wassergötter sind nahe.
Richtig schön nah sind sie. Die Droiden haben den Jungen nicht geholt. Ich finde ihn und sorge dafür, dass er wohlbehalten zurückkehrt. Der Junge ist fort. Möge das allen zur Warnung gereichen. Wir müssen bereit sein. Bereit wofür? Die Wassergötter sind nahe. Gute Frau, Sie haben dezent einen an der Waffe, aber das wissen Sie bestimmt. Kann ich irgendwas verkaufen? Nein. Will ich irgendwas kaufen? Ich weiß auch nicht. Der hat von allem nur zwei so Schnaps. Na komm, hier, nee, komm. Lass mal stecken. Ja, was mach ich denn jetzt? Wolfvertrag, das verlorene Lamm. Ich versprach, dass ich den Jungen nach Hause bringe, wenn ich ihn finde. Tja. Wo ist er denn? Da hinten an diesen komischen Gruben, diesen Schlamm, Lehm, sonst was Gruben, da sprang immer ein Junge rum. Ich werde jetzt nochmal hinrennen, der immer so hier, was soll ich sagen, ach ja, den ich mit Alvin verglichen habe, unserem apokalyptischen Reiter. Aber des Nächtens scheint er nicht hier zu sein, vielleicht auch gar nicht, verstümmelter Leichnam. Guck mal gerade, vielleicht. Da sind ja die leichten Namens hier. Bla. Gut. Das ist die letzte Quest hier. Ich werde jetzt aber nicht so rumrennen und die ganze Zeit suchen. Vor allem, da ich ja nochmal zum Sumpf komme. Sondern ich werde mir nun einen Ort der Macht suchen. Wo ist er denn? Der war hier irgendwo. Da ist er doch. Warum, werdet ihr euch fragen? Zeige ich euch gleich, werde ich euch sagen. Komm. Junge, Junge, Junge. So, geh kacken. Stufe aufgestiegen. Na super. So, Ort der Macht. Ich werde jetzt nämlich was ausprobieren. Nämlich in Kalksteins Laboratorium teleportieren. Ich habe ja von ihm so einen komischen Teleportationsstein bekommen. Mal gucken, ob ich da in einem Stück ankomme oder als Hackfleisch. Aber sieht gut aus. Noch. Kalksteins Haus. Soweit habe ich es auf jeden Fall schon mal geschafft. Da sind wir ja. Wohlbehalten und quicklebendig. Wie schön. Alles langweilig. Ab nach oben. Wie lange wirkt meine Katze noch? 5 Stunden. Das ist ordentlich Zeit. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ja. Was den Turm anbetrifft. Ja. Vaska hat mir geholfen, die Turm-Tarot-Karte zu finden. Sie beschreibt, wie man den Bewahrer aufweckt. Lass die Karte mal sehen. Interessant. Es kommt viel auf die Interpretation an, aber ich glaube, ich verstehe sie. Alchemisten verstehen andere Alchemisten eben leichter. Erleuchtet mich. Der Bewahrer kann nur geweckt werden, wenn er in der Nähe des Turms ist. Das ist der Fall. Und man braucht einen Blitzableiter. Einen Blitzableiter? Die Zeichnung zeigt einen Mann mit Krone. Eine Anspielung auf König Hermann den Verwirrten? Wer ist Hermann der Verwirrte? Hermann erklomm einen Turm, wann immer es stürmte, und beleidigte die Götter. Eine feindlich gesonnene Fraktion schlug zu, indem sie den Blitzableiter vom Turm entfernte. Eine interessante Geschichte. Ihr werdet etwas brauchen, das den Blitz ableitet. In einfachen Worten, einen Stab aus Metall. Ein Schmied kann euch einen solchen anfertigen. Was dann? Wir brauchen ein Gewitter. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Mutter Natur zur Zusammenarbeit bewegt. Ich lasse mir was einfallen. Wenn ihr alles habt, dann bringt den Blitzableiter am Bewahrer an. Die Energie des Blitzes wird den Golem wiederbeleben. Was dann? Keine Ahnung, aber ihr schafft das bestimmt.
Wenn ihr den Golem tötet, könnt ihr einen seltenen Trank brauen, für den sein Herz benötigt wird. Hier ist das Rezept. Wir werden sehen. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Gut. Ich werde mal ein paar Sachen verticken. Ticken. Aber was? Sowas hier ist zum Beispiel... Davon kannst du mal... Oh. Hau. Was haben. Davon kriegst du auch ein paar. Was auch immer es ist, aber ich habe sehr viel davon und ich glaube, so viel brauche ich davon nicht. So, Calcium Equum. Vitriol und Rubedo. Ja, gut. Davon kannst du ein paar haben, weil ich brauche wiederum selber noch welche für die Quest. Was haben wir hier noch so? Leichengift, ja, Ektoplasma. 41 bräuchte da bestimmt auch nicht von. Machen wir hier mal 21. Omitosaurus-Auge. Davon kriegst du auch ein paar. Ich überziehe schon wieder. Ihr merkt es vielleicht. Geistererscheinungen, die verdammten. Kleines Buch der Mineralien. 400 Tacken. Ja, nee, das ist alles. Nee. Das reicht erstmal. Gut. Nächste Folge sehen wir uns wieder. Dann werden wir hier in Vizima wieder alle möglichen Quests abgeben, Auftraggeber abklappern und mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Bis denn dann.